Ramakana, Bayern. Glaube an mich. Ah, wir müssen wieder Essen kochen. Habe ich was zu essen gekocht hier? Geht ihr denn, dass ihr hungrig seid? Geht ja nicht, dass sie hungrig sind. Und weiter geht's. Finde ich immer schön, dass es jedes Mal eine Truhe gibt. Da weißt du, wenn der Raum ist jetzt safe. Da gibt es Tarotkarten. Reduziert sich die Lebensenergie. Blablabla. So, wir nehmen mal hier Tür des Toten. Wir haben uns einmal erwischt. Sehr schön, Angriffstempo erhöht. Angriffstempo hat noch keinem geschadet. Ein zusätzliches halbes Herz. Und Lebensenergie aufgefüllt. Sehr schön. Und wir holen uns den nächsten Anhänger, damit wir zu 5 sind und nicht mehr nur zu 4. Der Wurm, er ist hungrig, er frisst, er ernährt sich von unserem Fleisch. Aber das ist der Preis der Sicherheit. Dafür geben wir ihm gerne alles, was wir haben. Sehr schön. Wir haben einen Hirschen befreit. Retten wir ihn. Und holen wir ihn zu uns. Ich will immer noch ein paar Knochen. Hallo?
Herausforderung erhalten. Hallo da, Kreuzfahrer. Setz dich durch. Wenn du die nächsten Kampfräume abschließt, ohne auszuweichen, gehört dir eine Belohnung. Aber wenn du versagst, nur dann gibt es für dich nichts. Stellen wir sie Hingabe geklaut. Ich meine, die ist ja, die haben definitiv zu uns gebetet. Ihr habt die Gebete auch gehört. Da bin ich mich ja leider ein bisschen getroffen. Herz, danke. Sehr schön. Ja, du bist wohl ganz besonders wie. Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Was sollst du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Wow. Eine Münze hat er uns gegeben. Abo, wir haben ja um Leben und Tod gekämpft. Da ging es dafür eine Münze. Ja, wenn immer. Wir wechseln mal tatsächlich auf den Dolch. Einfach wegen der Geschwindigkeit. Nehmen auch hier den Giftdolch. Schon wieder die. Das hat ja gut funktioniert. Direkt draufgegangen. Kann ich sagen, wer wieder sterben wird? Nämlich ich. Ah. Irgendwie packen wir es heute aber auch nicht, ne? 43 Gegner getötet und am Ende trotzdem draufgegangen. Cheers. Das Spiel macht Laune. Muss ich tatsächlich sagen, es macht mir sehr viel Laune. So, Mama Freida. Oder gibt es ja noch ganz viel. So. Wir packen mal hier ein paar Schlafsäcke aus.
Krankheit. Unhygienische Zustände in deinem Kult haben zur Folge, dass Anhänger krank werden. Orten einem kranken Anhänger Bettruhe. Sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hütet, wird er sich langsam erholen. Kot, Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten, die sich schnell in deinem Kult ausbreiten. Die Beseitigung von Unrat und das Vergraben von Leichen verhindert die Ausbreitung von Krankheiten. Wir machen es jetzt mal manuell, damit wenigstens das funktioniert, hoppla. Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Ja, Kult des Pfadi finde ich ist toller als Kult des Lamms. Kult des Pfadi, das hat einen schönen Klang. Gibt nichts für zu essen. Vielleicht kannst du ja ein Kochfeuer etwas kochen. Mal gucken, dass ich die ganze Scheiße von euch wegräume. Ah, dann hingemacht. Danach dürft ihr euch meine Predigt des Tages anhören. Nein, das ist wieder so ein ewig langer Baum, ne? So, und jetzt dürfen wir auch endlich wieder fluchen. Sehr schön. Der Fluch von Christian ist abgelaufen. Sehr schön. Eine Predigt. Fluch der Horde. Auf deinen Kreuzzügen tauchen drei neue Flüche auf. Nehmen wir mit. Die Indoktrination von Anhängern ist ja schön und gut, aber du kannst ihnen nicht so viel mehr nehmen. Gib ihnen Geschenke, schließe Quests ab und segne sie. Dann wirst du ihre Loyalität dir gegenüber erhöhen, sobald sie dir vollständig ergeben sind, wenn sie dir alles geben, was sie besitzen. Sieh zu, ich zeige es dir. Anhänger, komm wieder rein. Zeige die Loyalität eines Anhängers, um seine Stufe zu erhöhen. Dann wird er dich schließlich mit Hingabe und einem Geburtssteinfragment belohnen. Jedes Mal, wenn sich die Stufe eines Anhängers erhöht, erzeugt er zusätzlich Hingabe bei einer Predigt oder beim Gebet am Schrein. Achte also drauf, Loyalität zu kultivieren. Deine Loyalität zu erhöhen, kannst du einem Anhänger
einmal am Tag deinen Segen gewähren, wenn du mit ihm interagierst. Du kannst Anhängern auch Geschenke machen, Quests für sie erledigen, Predigten erhalten und viele weitere Aktionen durchführen. Je mehr loyale Anhänger du hast, desto stärker wirst du. Es gibt noch so viel, das ich dir beibringen kann, aber ich bin alt und müde. Such mich zu Hause und ich zeige dir, wie du dir die echte Macht der Roten Krone nutzbar machen kannst. Nice. Sehr, sehr schön, aber ich muss mal ganz kurz... wohin? Dementsprechend ganz kurze Pause. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Können wir direkt weitermachen, oder? Klingt doch nach einem Plan. Klingt, wie ich finde, nach einem sehr schönen Plan. Was willst du von uns? Wieso alles widerlich? Wenn du ihn nicht sauber machst, wird noch jemand krank. Dein Ernst? Lass dich segnen. Dafür, dass du mir gesagt hast, dass dieser Ort stinkt. Ich wollte einen Staubsaugerroboter, glaube ich. Du ist mich, großer Anführer. Ich bin ewig dankbar. Sehr schön. Und der ist eine Stufe aufgestiegen. Betet mich an. Sehr schön. Weiter, Mann. Und wem mache ich denn ein Geschenk? Bauen wir ein paar Farmen, damit das mit dem Essen besser läuft. Wow. Oh, da muss noch ein bisschen mehr her. Wir pflanzen mal unseren Acker da unten in die Ecke. Wer möchte denn ein Geschenk? Die Acker. Da.
Wasser, bisschen Dünger. Wie man das draußen auch macht. Erst ein bisschen Samen, dann ein bisschen Wasser, dann ein bisschen Scheiße. Dass daraus schöne Beerenbüsche werden. Denn die haben Hunger. So, aber zu sehr viel mehr werden wir heute auch nicht kommen. Ich fand es schön, es anzuspielen. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Es macht Spaß. Es ist tatsächlich bisher verdammt kurzweilig. Problem ist halt, ich habe heute leider schon 2 Stunden hinter mir. Dementsprechend ein wenig früher Feierabend. Aber am Sonntag geht es auf jeden Fall länger. Da spielen wir Call of the Lamb einfach gleich weiter. Würde ich sagen. Oder? Klingt das nach einem Deal für euch? Dementsprechend für alle auf Twitch geht es am Sonntag weiter. Für die, die es dann später auf YouTube hinterher gucken, weil das werde ich definitiv auf YouTube mit hochladen. Geht's weiter mit der nächsten Folge. Wir machen hier nochmal so einen kleinen Rundgang durchs Lager. Ich sammle nochmal die letzten Bärchen ein. Aber finde ich tatsächlich sehr schön. Ich sag mal, erstes Fazit nach knapp 1,5 Stunden jetzt im Spiel. Es macht Spaß. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Ja, du kommst ja auch nochmal dran irgendwann. Ja, nee, jetzt nicht. Jetzt lass mal. Ich finde es bisher tatsächlich ein sehr tolles Spiel. Der Grafikstil gefällt mir tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ich finde ihn gar nicht schlecht. Dieses 2D-mäßige, dieses oder 2D-3D-Mischung, sage ich jetzt mal, finde ich sehr schön. Auch das Konzept mit, du musst dich halt um deine Anhänger kümmern, ne? Finde ich sehr schön. Ja, bete mich an, wenn du sonst nichts zu tun hast. Finde ich ein sehr schönes Spiel. Gefällt mir sehr gut bisher. Ja, in diesem Sinne. Danke schon mal auf YouTube fürs Zuschauen. Und viel Spaß mit der nächsten Folge. Es wird Nacht. Das ist doch der perfekte Moment. Einschlafen. Schlaft gut, meine Schäfchen. Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge.